Ja, guten Abend. Ich mache gerade einen kleinen Abendspaziergang. Der Grund ist allerdings, dass ich zum Briefkasten marschiere, hier in Ronndorf, um zwei große Kuverts einzuwerfen. Und zwar gehen meine ersten gedruckten astrologischen Wandkalender, die man allerdings auch als Broschüre haben kann. Also entweder gelocht, um es an die Wand zu hängen, oder eben als Broschüre. Die gehen jetzt zu ihren Besitzern, die sie gekauft haben. Und ich freue mich, dass der endlich gedruckt vorliegt. Es war eine lange, mühsame Arbeit. Wir haben 3 Monate daran gearbeitet, die Wenke Börding, meine Grafikerin und ich. Es war eine lange Arbeit. Endlich ist das Ding gedruckt. Wir hatten auch noch jede Menge Schwierigkeiten mit der Druckerei. Okay, aber endlich ist es fertig und es kann an die Leute geschickt werden, die ihn haben wollen. Er kostet 24,95 €. Ihr bekommt ihn im Digistore. Ihr könnt googeln. Er wird auch auf meiner Seite vorgestellt. Und er ist sehr schön geworden, weil er ist ja voller schöner Bilder und Grafiken. Und die 12 Tierkreiszeichen, die zugehörigen Planeten und Eigenschaften werden darin dargestellt. Es ist was für astrologische Anfänger, aber auch etwas, wo man immer wieder reingucken kann. Und man kann es sich ja auch dann entsprechend, also zum Beispiel sind wir ja jetzt im Augenblick im Löwen, kann man das mit Löwe auch an die Wand hängen. Und dann haben ja so viele Löwen jetzt Geburtstag und dann kann man sich das nochmal so angucken und vergleichen mit den Menschen, die, jetzt kommt hier gerade ein Auto vorbei, tut mir leid. Dadurch war es jetzt gerade sehr laut und ich bin immer noch nicht beim Briefkasten. Aber wie gesagt, es ist ein schöner Kalender geworden. Ihr könnt ihn googeln über astrologischer Wandkalender, dann werdet ihr das finden. Anita Ferraris vielleicht auch. Unter meinem Namen findet ihr den auch. Auf YouTube habe ich ihn auch vorgestellt. Und ich gucke gerade, ist hier zu? Nein, ich kann hier weitergehen. Teilweise ist hier die Straße gesperrt. Ja, ansonsten hatte ich auch mal heute einen wenigstens halb freien Tag, hatte auch einen schönen Besuch, der gerade gegangen ist und werde mich jetzt gleich an die Arbeit machen und den morgigen Tag vorbereiten. Morgen Vormittag gibt es eine sehr große Arbeit, die ich machen werde. Und zwar geht es dabei um eine Paarberatung. Das ist kein Paar, kein Liebespaar, sondern ein Arbeitspaar, was sich neu orientieren muss miteinander, wo es ein paar Probleme gibt, wo ich hoffe, dass nach der Beratung es uns allen besser gehen wird. Und das muss natürlich gut vorbereitet werden. Das ist eine dreistündige Sitzung, das ist nicht ohne. Ich habe sehr viel zu tun zurzeit. Ich habe auch heute schon wieder einen Anruf bekommen, zwei Horoskopberatungen. Ich habe viel als Therapeutin, als Astrologin, als Energiearbeiterin und auch als Schauspielcoach zu tun und ich bin sehr dankbar dafür. So, jetzt höre ich mal langsam auf. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch, alles Liebe und bis morgen. Tschüss.